Hallo ihr Lieben, ich wollte euch heute mal meine Sommer-Must-Have-Produkte zeigen. Ich habe diese jetzt im Bereich Beauty und Kosmetik ausgesucht und ich fange jetzt direkt mal mit dem Kosmetikbereich an. Da darf bei mir auf jeden Fall nicht die Sleek Highlighting Palette fehlen. Die ist ja noch relativ neu und ich habe dazu auch schon ein Video gedreht, in dem ich euch mein Review und Swatches zu dieser Palette sage oder zeige. Und das Video kann ich euch direkt nochmal in der Infobox oder am Ende dieses Videos verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, falls ihr euch auch für diese Palette interessiert. Auf jeden Fall liebe ich es einfach, Highlighter im Sommer zu tragen. Eigentlich trage ich Highlighter das ganze Jahr über, aber gerade im Sommer finde ich das schön, wenn die Haut nochmal extra strahlt. Und ich finde, die Sonne reflektiert das auch sehr schön. Und so sieht die Palette jetzt aus. Es sind vier Farben mit dabei. Einmal einen cremigen Highlighter und drei pudrige. Sie sind wirklich super gut pigmentiert und es ist einfach eins meiner absoluten Favoriten, diese Palette. Ich glaube, ich habe dafür 14 Euro bezahlt und ich habe sie bei eBay bestellt. Ich kann euch den Link gerne nochmal in die Infobox packen, falls euch das interessiert. Und dann trage ich auch noch super gerne Lidschatten im Sommer. Gerade so schimmrige Töne, die auch sehr gut immer pigmentiert sind. Und ich habe da einmal eine günstige Version für euch. Und zwar ist das von Essence eine Palette, die All About Bronze. Da gibt es ja 5 verschiedene Paletten, meine ich, oder 4. Und diese hier finde ich gerade im Sommer ganz schön, weil es einfach so richtig schöne reflektierende Farben sind. Also es sind so bronzige Töne, gerade wenn man dann etwas gebräunt ist von der Sonne, finde ich, sieht das einfach echt gut aus. Und wie gesagt, die Farben sind einfach sehr, sehr gut pigmentiert, geben gut Farbe ab und ich mag das einfach sehr gerne, wenn der Lidschatten richtig schön schimmrig ist im Sommer. Und ich meine, die kostet 4,95 €. Also das ist jetzt die günstige Variante von den 2 Paletten, die ich euch zeige. Denn ich habe noch eine von Urban Decay, die ich sehr gerne mag. Das ist diese vegane Palette davon. Die hat nämlich auch richtig schöne Sommerfarben, finde ich. Hier seht ihr das mal. Einmal so einen richtig schönen goldenen Schimmerton und so einen braun. Also diese 2 Töne trage ich eigentlich meistens am liebsten im Sommer. Und dann auch nochmal so etwas buntere Farben, so einen Türkiston, ein Grün, ein Blau und nochmal ein richtig dunkles Braun. Und die sind wirklich super gut pigmentiert, die Farben. Strahlen halt auch richtig schön. Deswegen trage ich sie gerade im Sommer sehr gerne. Und ich hatte mir diese Palette jetzt gebraucht, bei Kleiderkreisel gekauft. Ich glaube, da habe ich so um die 20 Euro bezahlt, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie teuer sie im Originalpreis ist, aber ich kann euch gerne nochmal die Palette raussuchen. Zum Beispiel, wenn ich sie bei Amazon oder eBay finde, da könnt ihr euch das dann ja nochmal angucken. Aber das ist jetzt quasi die teure Variante. Aber ich mag halt auch diese von Essence super gerne und ich finde, die reicht auf jeden Fall auch total aus. Was ich auch super gerne im Sommer trage, ist dieser Eyeshadow Stick von Essence. Den gibt es, glaube ich, in 5 verschiedenen Farben und ich habe jetzt hier den hellsten Ton. Das ist die Nummer 03 Light Me Up und eigentlich benutzt man die als Lidschatten, aber ich mag den super gerne als Highlighting Stick, also quasi um das Gesicht so ein bisschen hervorzuheben, so die Wangenknochen, die Nase oder direkt unter die Augenbrauen trage ich das auch gerne auf. Und man kann es theoretisch auch auf die Lippen auftragen, um die Mitte so ein bisschen zu highlighten. Das finde ich immer ganz schön, gerade im Sommer, weil man dadurch jetzt nicht irgendwie glänzend aussieht, sondern man hat einfach nur so einen frischen Effekt, würde ich sagen. Also den mag ich auch wirklich sehr gerne und der kostet, glaube ich, 2,95 €. Außerdem trage ich im Sommer super gerne so pastellige Nagellacke. Ich habe jetzt hier mal einen von Essence. Das ist, glaube ich, die Farbe, mal gucken, 05 Sweet as Candy. Das ist so ein ganz schöner, heller Rosaton. Und ich mag das einfach super gerne im Sommer, weil es zum einen sehr natürlich ist und irgendwie für den Alltag immer zu gebrauchen ist. Aber auch wenn man so richtig schön braun ist, finde ich, sehen so helle, pastellige Töne nochmal einen Ticken besser aus als so knallige Farben. Zumindest finde ich das jetzt an mir so. Und das ist jetzt gerade meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich glaube, die von Essence kosten um die, ich bin mir gerade gar nicht sicher, kosten die 95 Cent oder 1,95 €. Auf jeden Fall nicht teurer als 2 Euro sind die. Und zum Schluss habe ich noch ein weiteres Produkt von Essence, denn ich trage im Sommer sehr gerne, eigentlich ist bei mir immer alles glänzend im Sommer, und ich mag super gerne so Lippenstifte, die zwar Farbe abgeben, aber auch gleichzeitig so einen Glanzeffekt haben. Also jetzt nicht so klebrig wie ein Lipgloss, aber sie schimmern so leicht. Und das ist jetzt einer von Essence, und zwar in der Farbe 07 Sparkling Miracle.
Und wie gesagt, das ist so ein richtig schöner Bärenpinkton. Aber auf den Lippen sieht der nicht ganz so knallig aus. Aber sie sind halt eben nicht matt, sondern geben so einen richtig schönen Glanz auf den Lippen. Und das gefällt mir immer sehr gut im Sommer. Und ich glaube, die kosten auch so 2,95 €, meine ich. Dann komme ich jetzt schon zu den Beauty-Produkten, die ich im Sommer eigentlich immer da habe. Und da habe ich jetzt für mich was Neues entdeckt. Und zwar ist das Duschschaum. Ich finde das einfach irgendwie richtig cool, so vom Gefühl. Und was ich daran auch gut finde, ist der Duft. Das ist nämlich Limette und Pink Grapefruit. Also das ist eher so ein Zitrusgeruch, würde ich sagen. Und sowas mag ich halt im Sommer sehr gerne, weil es hat halt so einen Frische-Effekt. Oder auch wenn man dann morgens noch müde ist und man duscht, dann ist man irgendwie gleich viel wacher. Und dieser hier kostet jetzt, meine ich, 1,95 €. Und es gibt auch noch einen zweiten Duft davon. Ich glaube, das war irgendwie Hawaii Kokos oder so. Und der ist auch echt super gut. Den muss ich mir unbedingt nochmal holen. Das ist halt eher so ein süßer Geruch. Aber sowas mag ich halt im Sommer auch total gerne. Alles, was irgendwie süß ist und mit Kokosnuss oder halt eben sowas Zitrusmäßiges, mag ich sehr gerne. Also das kann ich euch echt empfehlen. Das könnt ihr ja mal bei DM angucken. Vielleicht mögt ihr das ja auch. Und was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde im Sommer, ist ein Peeling. Und hier ist eigentlich mein absoluter Lieblingsgeruch, der One Ginger Morning Geruch von Track Lemoon. Davon gibt es ja auch ein Duschgel und eine Duschcreme, hatte ich auch schon mal da. Aber das Peeling ist halt im Sommer immer wichtig, weil ich halt oft auch Kunstbräune, also Fake Tan benutze. Und da muss die Haut natürlich auch richtig schön gepeelt sein, bevor man das aufträgt. Und ich glaube, das Peeling kostet 2,95 €, meine ich. Und ihr müsst da einfach mal dran riechen. Es riecht einfach so gut und erfrischend. Also das ist, glaube ich, echt mein absoluter Lieblings-Sommergeruch. Und dann komme ich jetzt direkt mal zum Selbstbräunungsspray, was ich halt auch immer benutze. Das ist von der Marke Sundance. Und das kaufe ich mir eigentlich jeden Sommer nach, weil ich damit einfach super zufrieden bin. Das kommt halt in so einem Sprühverschluss. Und dann macht man es, glaube ich, so, dass man halt so 20 oder 30 cm vom Körper entfernt einfach das so auf die Haut aufsprüht. Und man muss es auch gar nicht irgendwie eincremen oder mit den Händen nachgehen, sondern das ist so ein richtig feines Spray. Man muss einfach nur den ganzen Körper so einsprühen. Und das finde ich halt echt vorteilhaft, weil ich finde Creme sowieso irgendwie nicht so toll. Also das mag ich nicht so gerne. Zumindest jetzt bei Selbstbräuner. Und da kommt man dann auch nicht so gut an den Rücken oder so dran. Und damit kommt man wirklich überall dran. Die Bräune sieht auch super natürlich aus an mir. Das Einzige, was ich immer blöd finde an diesen Flaschen, ist, wenn man das länger benutzt, also wenn man am Ende einer, wenn man es einmal aufträgt, finde ich, dann ist dieser Verschluss immer, der klemmt dann immer so. Also man drückt und es kommt nicht richtig was raus. Ich weiß nicht, ob das bei allen Flaschen so ist, aber immer wenn ich mir eine hole, habe ich das Problem. Da muss man dann immer so ein bisschen warten und dann geht das wieder mit dem Sprühen. Aber ansonsten bin ich echt super zufrieden damit und deswegen hole ich es mir natürlich auch jedes Jahr nochmal neu. Und ich meine, die Flasche kostet 2,95 €. Was ich mir auch jedes Jahr nochmal neu kaufe, ist ein Sonnenschutzspray für die Haare. Ich kaufe mir meistens das von Balea Professional. Das schützt vor dem Ausbleichen und ist für trockenes, sonnenstrapaziertes Haar. Und es hat halt einen UV-Schutz. Und das sprühe ich mir dann immer, wenn ich mich zum Beispiel in die Sonne lege oder so, wenn ich weiß, dass ich länger in der Sonne bin, sprühe ich mir das immer auf die Haare drauf. Und ich meine, das kostet 2,45 €. Und ich finde, das hat auch so einen richtig schönen Sonnengeruch. Also es riecht so nach Kokosnuss, würde ich sagen. Vielleicht auch leicht nach Vanille. Es erinnert mich auch an irgendeine Sonnencreme, die ich mal hatte. Aber ich liebe diesen Geruch. Also das ist auch alles, was mit Kokosnuss ist. Das ist für mich auch so ein richtiger Sommer- und Urlaubsgeruch irgendwie. Das erinnert mich immer daran, dass ich irgendwo am Strand liege oder so. Aber ja, also das kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen, denn die Haare müssen natürlich auch geschützt werden. Und dann natürlich, was darf nicht fehlen, Sonnenschutz, Sonnencreme. Ich hole meine meistens immer von Sundance. Ich habe jetzt hier den Lichtschutzfaktor 30. Meistens habe ich aber auch 50 da. Das kommt immer drauf an. Aber so, wenn jetzt Sommeranfang ist, finde ich, reicht bei mir 30 auch aus, weil ich jetzt nicht unbedingt sofort verbrenne. Aber meistens habe ich dann im Sommer auch 50 da. Und ja, also ich glaube, die kosten so, ich glaube, die mit 50 sind ein bisschen teurer. Ich meine, diese hier kostet 2,95 € und da sind jetzt 100 Milliliter drin. Zum Schluss habe ich bei DM noch was Neues entdeckt. Und zwar ist das von Sundance, das Après-Spray mit Insektenschutz. Das finde ich echt ganz cool, denn es hat quasi die Kompetenz von der Marke Esquite Free, also davon das Insektenschutzspray. Und das ist halt auch das, was ich mir jedes Jahr immer kaufe, um mich halt vor Mückenstichen und Zecken zu schützen.
Und bei mir ist es nämlich auch immer so, ich bin immer diejenige, die gestochen wird. Und ich reagiere halt auch allergisch darauf. Also das sagt zumindest mein Hautarzt, dass halt bei mir schwillt das immer so richtig dick an, die Stiche. Und die werden auch richtig fest, also eher schon so wie Quaddeln oder so. Und es tut halt auch super doll weh. Es juckt nicht nur, sondern es tut auch weh. Und ich bekomme wirklich so viele Stiche, nicht nur irgendwie 2, 3, sondern bestimmt mindestens 30 oder so am ganzen Körper verteilt. Deswegen schütze ich mich wirklich jeden Tag vor Insekten mit diesem Esquito-Spray und ich hoffe mal, dass das dann auch genauso gut ist. Wahrscheinlich hat das dann hoffentlich auch noch so eine Pflegewirkung, deswegen ist das echt ganz praktisch. Und ja, ich kann ja nochmal berichten, wie das so bei mir wirkt. Also bei mir ist, glaube ich, so ein Insektenschutzspray das Allerwichtigste. Gerade wenn man irgendwie ins Schwimmbad oder an den See geht, wo sich sowas ja ganz oft rumtreibt. Da muss ich mich auf jeden Fall schützen oder halt auch in der Nacht oder so. Und ich glaube, das hat jetzt 2,95 € gekostet und da sind 100 Milliliter drin. Und ich bin echt schon mal gespannt, wie das wirken wird. Und das war es jetzt auch schon von meinen Sommer-Must-Have-Produkten. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was so eure Sommerfavoriten sind oder ob ihr da so ein Produkt habt, ohne das ihr gar nicht könnt im Sommer. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!